Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wiederum herzlich willkommen zu Matt spricht mit im neuen Panoramaraum des Hochhauses, der Architekturikone im Herzen von Wien. Ich bin heute stolz darauf, mit Andreas Streichel, einen der international renommiertesten und erfolgreichsten österreichischen Banker, zu Gast zu haben. Willkommen, Andreas Streichel. Danke sehr. Viele kennen Sie ja, aber ich werde trotzdem auch fürs Fernsehpublikum ein paar Worte zu Ihrer beeindruckenden Karriere sagen. Sollte was nicht stimmen, bitte gleich korrigieren. Andreas Streichel studierte Ökonomie, ging 1976 direkt nach dem Studium in die Vereinigten Staaten zur Chase Manhattan Bank und war dort in New York, in Athen, Brüssel bis 1983 tätig. Dazwischen gab es eine neunmonatige Unterbrechung, einen Ausflug in die Politik. Er war Mitarbeiter von Erhard Busseck und tätig in einem der wohl bis heute erfolgreichsten Wahlkämpfe der ÖVP. Damals wurde die ÖVP zu einer ernsthaften Konkurrenz der SPÖ, aber tempi passati. In den 90er Jahren war Andreas Streichel nochmals als Finanzreferent tätig und hat auch geholfen, die Finanzen der ÖVP zu sanieren. Aber zurück zum Bankgeschäft. 84 bis 85 war er zum ersten Mal für die erste österreichische tätig und hat dann bis 1994 die Chase Manhattan Bank in Wien geleitet. Im Oktober 94 wurde er Vorstand der ersten und ist seit 1997 deren Chef, CEO, Vorstandsvorsitzender, aber zwar der ersten Group, habe ich mir sagen lassen. So. In den mittlerweile 20 Jahren hat er aus der ersten, die eine Wiener Sparkasse war, eine der führenden Retailbanken, also Privat- und Firmenkundenbank, in Zentral- und Osteuropa gemacht. Ich glaube, er die führende Bank in diesem Bereich. Das lässt sich, glaube ich, am eindrucksvollsten am Börsewert ableiten. Ich habe mir das sagen lassen, heute ist die erste Group das wertvollste österreichische Unternehmen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 12 Milliarden Euro. Und da folgt lange nichts. Also ich glaube, eine Milliarde weniger ist dann die ÖMV, genau. Andreas Streichel steuert die Bank auch sehr erfolgreich durch die Turbulenzen der Bank- und Finanzkrise und trat immer wieder als scharfer Kritiker der Politik auf. Dazu werde ich dann auch einige Fragen stellen. Beeindruckend sind, ich habe Sie besucht zu einem Vorgespräch in den neuen Gebäuden der ersten am Hauptbahnhof, war zum ersten Mal drinnen, hat mich zutiefst beeindruckt. Das ist eine Architektur, die Maßstäbe setzt. Es ist aber auch städtebaulich und stadtplanerisch ein wichtiger Impuls für Wien. Andreas Streichel ist der Mann, der immer wieder aufzeigte, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale und kulturelle Verantwortung keinen Gegensatz darstellen. Das wird auch Thema dann des Gespräches sein. Dazu vielleicht kurz. Die erste Stiftung hat umfassende kulturelle und soziale Programme in Zentral- und Osteuropa durchgeführt, führt sie nach wie vor durch. Und unter anderem hatte Andreas Streichel auch die Idee für ein Projekt, das sich die zweite Sparkasse nennt, das sich um Menschen annimmt, die anderswo kein Konto mehr bekommen, die sozusagen aus dem Geldwesen herausgefallen sind und hier eine zweite Chance bekommen, ein Geschäftsmodell, das er auch ausgedehnt hat im Rahmen des Social Banking, auch in die Länder in Zentral- und Osteuropa, wo die Bank tätig ist. Es gibt auch noch etwas, was ich erwähnen möchte, nämlich George. Das ist eine einzigartige und wohl vielleicht die coolste Digital-Banking-Plattform, die ins Leben gerufen wurde. Auch Kunst spielt eine große Rolle. Mit Paul Blanc und Katrin Romberg hat er zwei sehr interessante Kuratoren ausgesucht, die moderne Kunst auch mit dem Gebäude aufs Beste verbinden. Und zum Abschluss noch ein Hinweis zur umfassenden Unterstützung der Erste Group im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsstrom. Damals wurde das noch nicht bezogene Hauptgebäude kurzerhand in eine Nachtschlafstätte umgewandelt und die Mitarbeiter haben sich intensiv hier auch in der Hilfe betätigt. Andreas Streichel entstammt einer traditionsreichen österreichischen Familie. Sein Vater prägte als Generaldirektor das Bankwesen dieser Republik nach dem Zweiten Weltkrieg, Generaldirektor der Kreditanstalt, Bankverein. Und einer seiner Vorfahren war Heinrich Ferstl, Architekt unter anderem der Votivkirche. Andreas Streichel ist mit Desiree Streichel-Stürk verheiratet und hat drei Söhne. So, erste Frage. Als Werner Herzog vor vielen Jahren Chef der Biennale war, lud er zu einem Seminar über das Filmemachen drei Persönlichkeiten zu Vorträgen ein, deren Eigenschaften er für besonders wichtig fürs Filmemachen hielt. Es waren dies ein Hochseiltrapezkünstler, ein Taschendieb und ein Heiratsschwindler. Wen würden Sie einladen, wenn es um Erfahrungen für den Bankerberuf ginge?
Trapez, eindeutig. Hm? Den Trapezkünstler, ja. Ja, ja, man fliegt ganz leicht runter. Hm? Taschendieb weniger? Vielleicht andere, ich nicht. Nein, ich bleibe eindeutig beim Trapezkünstler. Okay. Was für Eigenschaften braucht man, um ein guter Banker zu sein? Wahrscheinlich nicht leicht zu beantworten. Man muss bereit sein. In Wirklichkeit ist man, ich bin kein Banker, würde ich mal sagen. Ich arbeite zufällig in einer Bank, ich bin Unternehmer und habe ein Unternehmen aufgebaut, das eine Bank ist. Mhm. Und so wie bei jedem anderen Unternehmen auch, muss man das Unternehmen, für das man arbeitet, lieben, mhm. Dafür kämpfen und bereit sein, Fehler zu machen, aber diese Fehler dann auch zuzugeben und dann wieder zu versuchen, es besser zu machen. Als Unternehmer tragen Sie auch persönliches Risiko. Als Manager ist man Angestellter, auch mit einem gewissen Risiko. Ist das auch ein Unterschied, der Ihnen wichtig ist? Natürlich ist ein gewaltiger Unterschied. Ich glaube aber, dass dieser Unterschied langsam verschwindet. Zum Teil hat das etwas sehr Gutes, zum Teil nicht so gut. Was nicht so gut ist, dass manche Manager so viel Geld verdienen, ohne das unternehmerische Risiko zu tragen und dann noch eine Pensionsabsicherung haben, während ein Unternehmer das gesamte Risiko trägt. Bei mir ist es so, dass ich im Wesentlichen mein Finanzvermögen in die erste investiert habe und das ändert die Situation für mich. Mir gehört nicht so wie anderen Unternehmen 50% von der ersten, leider, wäre nicht schlecht jetzt, sondern nur 0,5 oder irgend sowas oder 0,05. Aber für mich ist das trotzdem der einzige wesentliche Vermögensbestandteil, den ich habe. Also hängt meine Situation sehr stark davon ab, wie gut es dem Unternehmen geht. Und es gibt sehr viele Unternehmer, die so viel Geld mit ihrem Unternehmen gemacht haben, dass auch wenn ihnen 50% von ihrem Unternehmen gehört, sie so viel auf die Seite geschafft haben, dass sie weniger davon abhängen, wie ich vom Erfolg der Ersten. Was aber gut so ist. Sehr gut so. Für die Erste. Ja, ja, ja. Man soll für seine Fehler büßen. Zu dem komme ich noch. Wann wussten Sie, dass Sie Banker werden wollten und stimmt es, dass Ihre Mutter gesagt hat, bitte werd nicht Banker? Das ist richtig. Meine Mutter ist das, nachdem sie mit einem Banker verheiratet war, ist ihr die Wichtigkeit, die dem Bankwesen zugeschrieben wurde, in unserer Familie sehr auf die Nerven gegangen. Und sie hat wirklich gehofft, dass ich nicht diese Laufbahn einnehme, sondern dass ich irgendwas mache, was unterhaltsamer ist. Sie wollte eigentlich, dass ich Schauspieler wäre. Das wollte ich aber irgendwie nicht und ich wollte eigentlich Dirigent werden, wurde aber dann eigentlich als zu untalentiert befunden, in dem Sinn, dass man mir gesagt hat, es ist wesentlich besser, ein mittelmäßiger Banker zu sein, als ein mittelmäßiger Dirigent. Wer hat Ihnen das gesagt? Wissen das war der Leonard Bernstein. Hm? Und wobei er es nicht wertend gemeint hat, er hat es nur festgestellt. Ich habe mir das sehr zu Herzen genommen und habe den leichteren Weg eingeschlagen. Es hat Ihnen aber nicht leid getan, bis heute nicht. Das hat in den letzten 10 Jahren Momente gegeben, wo es mir extrem leid getan hat. Jetzt eigentlich nicht. Und ich kann ja immer noch davon träumen, dass ich eigentlich ein sehr guter Dirigent geworden wäre. Hat Musik immer noch eine besondere Bedeutung in Ihrem Leben? Gibt es ein Lieblingsstück, irgendetwas, was Sie besonders lieben? Das ändert sich total. Momentan habe ich es sehr mit Kendrick Lamar und Ravel. Und spielen Sie auch am Klavier diese Dinge? Ich spiele ab und zu am Klavier, ja. Stimmt es, dass Sie auch humoristisch tätig werden am Klavier und gelegentlich auch Sprachen erfinden, mit denen Sie vortragen? Das sagen die Leute, die verstehen nur die Sprache nicht. Das ist alles original.
Wie würden Sie Ihre Erziehung beschreiben, die Welt, aus der Sie stammen? Was verdanken Sie Ihrer Erziehung? Welche Werte haben Sie mitgenommen? Und was machen Sie, Vater von drei Söhnen, vielleicht anders? Ich glaube, dass sich das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern sehr, sehr geändert hat. Ich bin, sagen wir mal so, sehr traditionell erzogen worden, wo Eltern eben eine größere Distanz zu den Kindern haben, als das heute der Fall ist. Und das war sehr unterschiedlich auch zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Meine Mutter war etwas moderner eingestellt, mein Vater etwas weniger modern. Wir durften auch nicht Papi oder sowas zu ihm sagen, sondern mussten Vater zu ihm sagen, wenn ich zu meiner Mutter Mami sagen durfte. Aber sie waren beide, also für die Verhältnisse, extrem nahbare Eltern. Also ich habe keine schlechten Erinnerungen an meine Jugend. Ich habe eigentlich nur sehr gute Erinnerungen an meine Jugend. Ich nehme schon von dort etwas mit, aber habe in der Erziehung meiner Kinder und zu meinem Verhältnis zu Kindern verdanke ich eigentlich fast alles meiner Frau. Gab es irgendetwas, gegen das Sie zu Hause rebelliert haben? Was hat Sie wirklich gestört? Also was mich gestört hat, war, dass also die Einteilung der Welt von meiner Vaterseite aus waren, oben sind die Banker, dann kommt ganz oben kommt die Kreditanstalt, dann kommt ganz lange nichts, dann kommen die anderen Banker, dann kommen ganz weit unten kommen dann Politiker, Künstler und der Rest der Welt. Und das hat mich eigentlich ziemlich im Duett mit meiner Mutter ziemlich genervt. Deswegen versuche ich mich nicht allzu wichtig zu nehmen, was manche Leute sehr falsch auslegen. Also es ist nicht immer gut, wenn man sich nicht wichtig nimmt. Die halten Sie dann für ironisch oder für arrogant? Ja, ironisch oder nicht ernsthaft genug. Und ich glaube, in der Zwischenzeit wurden, glaube ich, die meisten eines Besseren belehrt. Denke ich auch. Wenn nicht, sind sie selber schuld. Sie haben Ihren Vater schon angesprochen, der sehr renommierter Banker war. War er mit Ihrer Karriere dann im selben Metier auch zufrieden, einverstanden? Ja, der war eigentlich verantwortlich für meine Karriere, weil ich habe einen Taufpaten gehabt und mein Taufpate war einer der ganz, ganz wenig wirklich guten Freunde von meinem Vater. Und der war damals Rechtsanwalt und war der Vereinsvorsteher der ersten österreichischen Sparkasse. Und ich war bei einem Mittagessen dabei, wie er mit meinem Vater geredet hat über das Bankwesen. Und mein Vater hat relativ wenig Widerspruch ertragen, von ihm doch. Und hat ihm also bei dem Mittagessen auch erklärt, was für eine Zutschkal-Firma die erste ist im Vergleich zur CA. Und da hat mein Taufpate damals gesagt, ja Heinrich, da hast du völlig recht, aber du wirst sehen, eines Tages wird es die erste noch geben und die CA nicht mehr. Da hat er recht. Hat er recht gehabt. Das hat mich so beeindruckt, dass ich damals schon eine große Beziehung zur ersten entwickelt habe. Ja. Nach Ihrer Karriere in Amerika haben Sie sogar das Angebot gehabt, wenn es stimmt, nach Nicaragua zu gehen, dort die Nationalbank zu übernehmen in den durchaus bewegten und gefährlichen Zeiten. Sie haben sich aber dann dafür entschieden, nach Österreich zurückzukehren, zu einer soliden Sparkasse, glaube ich, am Beginn. Was hat Sie dazu gebracht, einerseits das etwas riskante Angebot auszuschlagen, aber nach Österreich zu gehen und auch in Österreich zu bleiben? Ja, das war ein Freund von mir, ein Nicaraguaner, der damals mit mir bei der Chase war und nach Hause zurück ist. Er war unter der sandinistischen Zeit und Finanzminister geworden ist. Und dann gefunden, er war 26, ich war 26. Und er hat gefunden, er hätte mich gerne als Gouverneur der Nationalbank. Das hat mich natürlich ziemlich cool gefunden. dann bin ich nach Hause für eine Woche
Und meine Mutter hat das auch ziemlich cool gefunden. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe ihm gesagt, soll ich das machen? Und er hat mir gesagt, wenn du mich das fragst, dann mach's nicht. Wenn du es wirklich machen willst, dann brauchst du mich nicht fragen. Und das hat mir sehr zu denken gegeben und er hat mein Leben gerettet, weil der statt mir geworden ist, ist dann 3 Monate, nachdem er im Amt war, erschossen worden. Auch ein Grund, eher in Österreich zu arbeiten. Ihre Tätigkeit war sicher mit sehr interessanten, auch menschlichen Begegnungen, vielleicht beeindruckenden Begegnungen verbunden. Können Sie eine vielleicht nennen, ein Mensch, der Sie fasziniert hat, der Sie beeindruckt hat in all den Jahren? Puh, schon schwer hervorzuheben, aber... was soll ich sagen? Wirklich unfassbar beeindruckt hat mich einer, den ich schon erwähnt habe, war der Leonard Bernstein, der es geschafft hat, unfassbar schöne Musik zu machen, die Leute wirklich zu begeistern, das Orchester zu begeistern, hat sich selber überhaupt nicht ernst genommen dabei und hat das Ganze in einer Form gemacht, die die meisten Menschen gesundheitlich nicht überstehen. Relativ viel dabei getrunken und geraucht hat. Aber der war eben total für sein Ziel da. Ja. Und sein Ziel war die Verbreitung der Musik an die Jugend. Und das hat er in jeder Faser seines Körpers gelebt. Und das hat mich total beeindruckt. Mhm. Sie haben ja jetzt mehr als 20 Jahre die erste geleitet. Wir haben vorher schon darauf hingewiesen. Noch nicht ganz 20 Jahre. Nicht ganz 20 Jahre. Im 1. Juli werden es 20 Jahre. Ja. Ah ja, okay. Aber ich habe vorher schon auf die großen Erfolge hingewiesen. Was waren die wichtigsten unternehmenspolitischen Weichenstellungen, die Sie dort gesetzt haben? Und vielleicht eine Sache, die Sie als wirklich großen Erfolg ansehen. Und wenn man schon über Erfolge redet, vielleicht gab es auch eine Niederlage, die Sie schmerzt. Ja, eine ist gut. Besonders schmerzt. Also es waren im Wesentlichen 3 Phasen. Die erste Phase war von 1997 bis 2007. Mhm. Wo wir toll expandiert sind. Zuerst haben wir die Girokredit gekauft, haben dann die Sparkassengruppe geformt, dann haben wir in Ungarn investiert, dann haben wir die Česká spořitelna gekauft, dann die Slovenská spořitelna, dann die Kakovetska, die Trigovatska und die Bielovatska Banka. Und damit haben wir schon einige Länder beisammen. Und dann. Da ist halt der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, Österreich ist ein völlig entwickelter Markt. Tschechien, Slowakei und Ungarn werden sich sehr schnell in Richtung Österreich, also sehr saturierter Markt entwickeln. Wir brauchen noch eine Stütze in einem Land, das danach kommt, wenn dann Tschechien, Slowakei und Ungarn auf österreichischem Niveau sind, und haben dann in Rumänien eingekauft, sehr teuer, zum falschen Zeitpunkt, und haben fürchterlich lange darunter gelitten. Dann ist die Finanzkrise gekommen und dann hat es fürchterliche Momente gegeben, wo ich sehr oft das Gefühl gehabt habe, jetzt haben wir unter Umständen alles das gefährdet, was wir vorher aufgebaut haben. Könnte ich auch in Ich-Form sagen, habe ich alles das gefährdet, was ich vorher aufgebaut habe. Und der faszinierendste Teil war eigentlich dann die zweite Phase, durch diese Krise zu gehen, die Ende 2008 begonnen hat. Dann ein Rückschlag gekommen und dann hat man gedacht, es geht wieder bergauf. Dann noch ein Rückschlag und noch ein Rückschlag und noch ein Rückschlag. Und das war dann eben nicht glamourös, sondern es war teilweise sehr schmerzhaft, aber es war unfassbar faszinierend, wie man auf die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt mit seinen Mitarbeitern angewiesen ist und wie tief man dann in die Details des Geschäftes eintauchen muss, um das zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Und wie man dann manchmal wirklich, also ich war ich bin auch jetzt extrem dankbar, dass ich meine Frau und meine Kinder habe,
Aber Sie haben es geschafft. Ja, in den Jahren hätte ich es ohne dem nicht geschafft. Mhm. Das hätte ich körperlich, glaube ich, nicht ausgehalten. Und es hat eigentlich gedauert bis Ende 2014. Da hatten Sie einen großen Verlust auch und im Jahr 2014. Und dann haben wir gewusst, jetzt haben wir es geschafft. Und das ist dann ganz toll. Das ist dann noch besser. Ja. Der ÖVP-Politiker Kohl hat mal gesagt, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Das habe ich ja fast schon als philosophische Aussage empfunden. Gibt es Fehler bzw. Niederlagen, die sich im Zeitablauf auch in Siege verwandeln? Ja, natürlich. Hat es das gegeben bei Ihnen? Ja? Alles eine Frage der Zeit. Also, ich kann mich noch erinnern, wie ein Kollege von mir, der sehr, sehr vorsichtig und sehr konservativ war, wie wir die Banca Commerciale Romana gekauft haben, ist er gestanden. Also in Rumänien wieder. Und hat so gemacht. Und das war so ziemlich das letzte Mal, dass er das gemacht hat. Und dann haben wir halt wahnsinnig viele Fehler gemacht, Pech gehabt auch. Aber das ist völlig wurscht. Also Pech ist auch immer ein Fehler. Und jetzt ist es wahrscheinlich genau das Investment, das wir gemacht haben, das uns absichern wird, dass wir die nächsten 10 Jahre auch sehr gut überstehen. Also es dreht sich dann irgendwann einmal um. Man muss nur dort ankommen, dass man das haben Sie auch geschafft, das durchhalten. Man muss nur hinkommen. Ja. Es gibt einen schwarzen Tag, auf den Sie offenkundig immer wieder angesprochen werden, wenn ich mir so die Interviews vor Augen halte, die ich mir auch angeschaut habe. Das war im Februar 2009, als die Aktie auf 7 Euro, glaube ich, gefallen ist. Mhm. Ich will jetzt gar nicht zu diesem Detail kommen. Sie haben mir ja schon erzählt, wie Sie diese Krisen überwunden haben. Aber meine Frage ist, wie man auf derartige Hiobsbotschaften reagiert. Haben Sie da so einen Anflug auch von Niedergeschlagenheit empfunden? Einfach jetzt will ich das Handtuch werfen, ich mag nicht mehr. Oder war das sogar ein Ansporn zu sagen, Ärmel aufkrempeln, ich mache meinen Weg weiter? Mhm. Das habe ich eigentlich nie das Gefühl, ich möchte nicht mehr, das habe ich nie gehabt. Ich habe mich dann manchmal gefragt, ob ich es energiemäßig noch schaffe und mir auch gefragt, ob ich der Richtige bin. Aber die Begeisterung ist nicht weggegangen und ich habe mir eigentlich gedacht, ich habe immer gedacht, dass wir es schaffen werden. Sie haben mal auch in einem Interview gesagt, Banker sind mittelmäßig. In einem anderen haben Sie gesagt, Leute, die schnell viel Geld machen wollen, arbeiten für Investmentbanken. Leute, die in Commerzbanken arbeiten, sind sehr durchschnittliche Leute. Mhm. Hätten mehr Durchschnitt und Mittelmäßigkeit der Bankenwelt ihr besser getan als die Ambition und Gier mancher Leute? Also erst einmal muss ich sagen, das war ein ganz großer Fehler von mir, weil ich damals gar noch nicht vom Ansatz her vorausgesehen habe, wie wichtig für uns IT und Organisation sind. Ja. Und ich nehme diese aus. Vielleicht war sie damals richtig, jetzt nicht. Jetzt müssen in allen Bereichen einer Bank müssen die Leute überdurchschnittlich sein, egal ob sie mit Kunden zu tun haben oder ob sie intern arbeiten. Und es ist derartig kompliziert und interdisziplinär geworden, dass es nicht nur wirklich gute Fachleute benötigt, sondern auch unfassbar gute Manager. Hm? Und je digitaler wir werden, desto wichtiger wird die Beziehung der Menschen untereinander und das Bankwesen, so wie viele andere Bereiche, hat sich total verändert. Und ich glaube, dass jetzt Commerzbanken, wenn sie überleben wollen, extrem gut sein müssen, um zu überleben. Das ist eine Veränderung. Also in den 70er oder 80er Jahren hat man als mittelmäßige Bank sehr gut leben können, zu einem Zeitpunkt, wo man als Industrieunternehmen schon untergegangen wäre, wenn man so gearbeitet hätte wie eine Bank. Und das hat sich jetzt dramatisch... Wir haben fast staatliche Strukturen in der Zeit. Hat sich dramatisch verändert jetzt, ja. Die Politik hat ja mit sehr scharfen Kapital- und Liquiditätsvorschriften, mit Bailouts und anderem mehr
auf die Bankenkrise reagiert. Und Sie haben in diesem Zusammenhang auch immer wieder Kritik geübt, und zwar von einer Überregulierung gesprochen, die auch investitionshemmend ist. Was hat die Politik richtig gemacht in der Zeit? Was hat sie falsch gemacht? Und verhindern die jetzt gesetzten Maßnahmen eine weitere Krise? Wie sehen Sie das? Zunächst mal die Regulierung war richtig. Also die Politik hat zu Beginn der Krise genau richtig agiert und hat eigentlich mit einem nicht gut definierten Ziel. Im Wesentlichen sind die G20 damals zusammengetreten und haben gesagt, nie wieder darf es passieren, dass die Steuerzahler für die Fehler der Finanzwirtschaft aufkommen müssen. Das müssen wir verhindern. Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt bauen wir eine starke regulatorische Kraft auf in Europa und in Amerika, die sicherstellen, dass das nie wieder passiert. Und der Auftrag an die Regulatoren war, die für Europa fast ausschließlich in der EZB sitzen, in der Zwischenzeit auch noch in der EBA, und wir haben sehr, sehr viele Regulatoren. Auftrag war, sicherzustellen, dass Banken so reguliert werden, dass nie wieder Steuerzahler zum Handkuss kommen. Das ist nicht genau genug definiert worden, und diese unspezifische Definition stellt sich jetzt als ein relativ großer Fehler heraus. Wenn die sagen, es wäre eben keine Finanzkrise gewesen, sondern eine Verkehrskrise auf den Autobahnen, und die Verkehrsminister der Welt wären zusammengekommen und hätten gesagt, nie wieder darf es einen tödlichen Unfall auf einer Autobahn geben. Verkehrsregulatoren stellt sicher, dass das nie wieder passiert. Dann fangen die Verkehrsregulatoren an zu arbeiten. Dann werden sie die Kurven breiter machen, die Autobahnen breiter machen, die Leitplanken erhöhen, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100, auf 80, auf 60 runterbringen. Und wenn dann die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen, die dann in der Zwischenzeit völlig gerade sind und 6 Meter hohe Leitplanken haben, 10 Kilometer ist, wird es irgendeinen Besoffenen noch geben, der dann auf die Autobahn läuft, von einem Lastwagen überfahren wird. Und dann werden die Regulatoren sagen, null Geschwindigkeit. Und dann ist doch ziemlich sichergestellt, dass es keinen tödlichen Unfall mehr geben kann, weil es wird auch keinen Verkehr mehr geben. Mhm. Und das ist ähnlich das, was jetzt passiert mit der Regulierung der Finanzmärkte, die im Übrigen Europa in einen schrecklichen Nachteil gegenüber Amerika bringen, was den europäischen Politikern nicht bewusst ist, dass wir, ob die Menschen wollen oder nicht, leben wir in einer Gesellschaft, die wahrscheinlich der Ursache ist, warum sich die Banker alle so wichtig vorkommen, ist, weil sie tatsächlich sehr wichtig sind, weil nämlich die Banken fast alles finanzieren und es in Europa eine sehr geringe Ausprägung des Kapitalmarkts gibt. Also wenn Sie die Bedeutung der amerikanischen Banken nehmen, das ist ein Grund, warum die auch kein Problem haben derzeit, die amerikanischen Banken finanzieren knapp 25% der amerikanischen Wirtschaft. 75% der amerikanischen Wirtschaft werden über den Kapitalmarkt finanziert. Also wenn die Banken in Amerika nicht funktionieren, gibt es einen riesigen Apparat, über den man ausweichen kann. In Europa ist es genau umgekehrt. Da werden 75% über Banken und nur 25% über den Kapitalmarkt finanziert. Und wenn Sie England, Deutschland, Holland und die Schweiz weglassen, sind Sie bei 90%. Dort, wo wir oder tätig sind als erste Bank, steht die Wirtschaft still, wenn die Banken nicht funktionieren. Und jetzt kommt die EU und sagt, oh, wir haben jetzt die Banken im Wesentlichen so niedergereguliert, dass sie eigentlich niemandem mehr einen Kredit geben, der einen braucht. Das wäre auch eine Frage gewesen. Und auf der anderen Seite, wir fast keine Instrumente mehr haben, die wir einem Normalsterblichen zur Verfügung stellen können, dass er sich zu seinem Arbeitseinkommen etwas dazu verdienen kann. Das ist eine historische
Änderung für alle, die über 25 sind, weil die haben die Zeit noch erlebt, wo man sich eine deutsche Bundesanleihe kaufen konnte, ja, und dann 3-4% darauf verdient hat. Es gibt es derzeit nicht mehr. Die Anlageformen, die wir haben, sind Sparbücher, Einlagen bei Banken, Lebensversicherungen, Bausparverträge und so weiter. Auf alle diese Instrumente kriegt man praktisch nichts mehr. Also auf der einen Seite vergeben wir keine Kredite mehr, auf der anderen Seite bieten wir der Breite unserer Kunden praktisch keine... Aber was würden Sie vorschlagen? Regeln, aber andere Regeln. Ich würde nicht vorschlagen, dass was die EU jetzt plant und was die Politiker jetzt promovieren, die Europäische Kapitalmarktunion. Erstens darf man nicht vergessen, dass die Finanzkrise ist nicht durch Spareinlagen entstanden und durch Kredite an Klein- und Mittelbetriebe, sondern die Finanzkrise ist dadurch entstanden, dass man sehr komplizierte Kapitalmarktinstrumente erfunden hat, die zunächst die Kunden, die sie gekauft haben, nicht verstanden haben und dann auch die Banker, die sie produziert haben, nicht mehr verstanden haben. Und wir sind in eine dramatische Krise hineingeschlittert. Wenn wir jetzt glauben, dass wir in Europa die Nichtfinanzierungsfähigkeit der Banken dadurch ersetzen können, indem wir einen Kapitalmarkt entwickeln, da mache ich mir aber echte Sorgen, weil sowas zu entwickeln dauert 60, 70, 80 Jahre. Was machen wir bis dahin? Also müssen wir einen Weg finden, und da gibt es schon eine gewisse Ansätze, wie wir die Banken wieder dazu, wie man den Banken wieder Möglichkeit gibt, mehr Risiko zu übernehmen. Wir sind dazu da, Risiko zu übernehmen. Und man kann Fehlverhalten von Menschen nur sehr eingeschränkt durch Regulierung in den Griff kriegen. Und das ist der große Fehler. Wenn jemand ein Schwein ist, ist er ein Schwein. Und dann wird es ihm mit Regulierung etwas schwieriger gemacht, ein Schwein zu sein, aber es gibt trotzdem noch genügend Möglichkeiten. Das kann ich nicht ausschließen. Das gibt es in allen Branchen. Banken hat es auch relativ viele gegeben. Die wird man dadurch nicht ausschalten. Sondern man muss die Banken so arbeiten lassen, dass wir unsere Funktion wahrnehmen können, dass wir den Menschen zu Wohlstand verhelfen. Weil dazu sind wir da. Das heißt, Leute sollen wieder Kredite bekommen können. Ja, davon leben wir ja. Also wir müssen halt mehr Zinsen, entschuldige, dass wir Zinsen verlangen, aber wir müssen halt alle die Kredite damit abdecken, die wir nicht zurückbezahlt bekommen. Sie haben in schwierigen Zeiten auf Boni verzichtet. Kollegen bei der Deutschen Bank haben das nicht. Da wird auch über eine Rückforderung diskutiert. Halten Sie das für richtig? Rückforderung? Ja, dieser Boni. Das absolut. Das wäre einen Bonus zu bekommen für miese Ergebnisse. Ich weiß nicht, ob Sie da, die haben sicher gute Ergebnisse gehabt bei der Deutschen Bank, will nicht über die Deutsche Bank reden. Aber das finde ich absolut wollten ja okay. Mal, die wollten mal Renditen von 25% haben, ja, also, erinnere ich mich. Ja, also, ja. Na gut, das Image des Bankers hat sich natürlich auch durch diese ganzen Krisen eigentlich stark verändert. Ich erinnere mich noch, selbst in meiner Jugend war ein Banker der Inbegriff der Solidität, des von Tradition und auch sozusagen von Integrität. Mhm. Und das hat sich da stark verändert. Glauben Sie, das kommt wieder? Also das kann ich nicht sagen. Ich sehe es nicht für chancenlos, aber ich glaube, dass es eine unfassbare Konsequenz benötigt und ein großer, gar nicht so einfach ist, weil ist auch für das Finanzwesen schwieriger, weil wir in einer anderen Situation sind als andere Industrien. Eine unserer wichtigsten und Funktionen und auch zum Teil schmerzhaftesten Funktionen ist, dass wir Nein sagen müssen. Das muss man in ganz wenigen Branchen. Ja. In der Apotheke gibt es Rezepturen, und wenn er das Rezept vorlegt, muss ihm der Apotheker alles geben, was er will. Sie werden nie erleben, dass Sie zu einem Flugschalter gehen und der sagt,
bitte fliegen Sie nicht mit uns, fliegen Sie mit jemand anderem. Oder dass Sie in ein Hotel gehen, eine Suite bestellen, das können Sie sich bestimmt nicht leisten. Wir gehen auch nicht in einen Lebensmittelwaren und kaufen sich Äpfel und nein, ja nicht. Wir müssen das. Ja. Wir müssen, wenn wir unseren Job wahrnehmen, müssen wir Kunden sagen, nein, den Kredit, den sollten Sie nicht nehmen. Warten Sie noch, machen Sie das. Das Produkt sollten Sie nicht kaufen, das ist nicht gut für Sie. Das ist ein Teil unserer Funktion, also ein Teil unserer wesentlichen Funktion ist es, Geschäft nicht zu machen. Also Sie würden auch zum Beispiel sagen, einen Frankenkredit sollen Sie nicht aufnehmen. Richtig. Ja. Damals schon. Ja, hätte man nie machen müssen. Immer. Mhm. Ja, aber das haben alle gemacht. Macht man halt gut, genauso war es. Genauso war es. Kann man nicht. Ja, ja. Also es ist viel schwieriger. Und ich glaube, dass man geht ja nicht ins Bankgeschäft, weil man beliebt sein will. Und ich glaube, dass früher, die Banker waren früher auch nicht wirklich beliebt. Mhm. Sie waren nur so wichtig, dass sie alle respektieren mussten. Mhm. Jetzt sind wir so wie alle anderen Unternehmer auch und seinen Ruf muss man sich selber erarbeiten. Und wenn Banken nicht in der Lage sind, und ich hoffe, dass nicht alle in der Lage sind, sich den Ruf wieder zu erarbeiten, damit es für uns ein bisschen leichter wird. Hm? Sie haben es ja geschafft. Aber, naja, das sitzt tief und das muss, da hängen wir haben 46.000 Mitarbeiter. Und jeder dieser Mitarbeiter kann alles das, was wir versuchen, uns aufzubauen, kaputt machen, wenn er einem Kunden oder einer Kundin etwas verkauft, was dieser Kunde nicht braucht. Und da müssen wir ganz tief in die Organisation eingreifen. Dazu braucht man, das geht nicht von heute auf morgen, das schaffen wir auch nicht von heute auf morgen. Aber jeder Mitarbeiter von uns hat eine ganz, ganz große Verantwortung. Ich bin ja auch drauf gekommen. Wir haben jetzt irgendwann einmal gezählt. Wir haben 3 Kinder, 2 Eltern und haben 9 Bausparverträge. Und dann habe ich mal meinen Betreuer gefragt, wieso brauche ich 9 Bausparverträge? Dafür haben wir gerade Provisionen gekriegt, wenn wir viele Bausparverträge haben. Sie mir auch noch 3 reingedruckt, die ich nicht brauche. Das darf eben nicht mehr passieren, sowas. Okay. Diese Zeiten müssen vorbei sein. Wie sehen Sie die Zukunft des Bankwesens überhaupt, wenn man daran denkt, Filialenabbau, Konzentration? Wird die Bank zunehmend zum reinen Online-Anbieter? Ich glaube, das kann niemand voraussagen. Dass das Bankgeschäft immer digitaler wird, ist völlig klar. Ich brauche keine Bankfiliale. Außer wenn ich halt irgendwo hinfahre, wo ich mir eine Fremdwährung einkaufen muss. Meine Kinder haben, glaube ich, noch nie eine Bankfiliale besucht. Bin mir nicht so sicher, ob sie wissen, wie eine ausschaut. Wenn man sich fragt, wozu man sie braucht, wissen sie es auch nicht. Ist auch nicht relevant. Es ist nicht wirklich relevant, weil wir es alle nicht wissen. Wie viele Filialen wir in der Zukunft brauchen werden und in welche Richtung das geht. Ich glaube nur, dass eben ein Teil unserer Arbeit auf wesentlich einfacher geht, wenn die Menschen uns kennen und uns vertrauen. Und wir sind zwar für Österreich und die Region eine relativ große Bank, aber international gesehen sind wir im Mittelfeld. Also für uns und ist es viel besser, weil wir auch gerade so wie die Sparkassen extrem eng in den Regionen, in denen wir verbunden sind und ja, alle Leute kennen. Für uns ist es natürlich viel besser, wenn ein emotioneller, analoger Teil übrig bleibt, der es uns auch ermöglicht, die Menschen in Finanzdingen zu schulen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Deswegen haben wir auch ein Financial Literacy Center aufgebaut, wo wir Schulklassen, jeden Tag 4, 5 Schulklassen durchführen wollen in Zukunft. Derzeit sind es, glaube ich, nur 3 am Tag. Also wir wollen dorthin kommen, dass wir im Jahr 40.000 bis 50.000 Schüler in 3 Stunden
finanziell erfahren machen. Das geht. Wir wollen diese Möglichkeit auch Politikern geben, dass sie einmal 3 Stunden dort durchgehen und lernen, wie Finanzwirtschaft ausschaut. Könnte viele gut gebrauchen. Und das kann man nicht nur digital. Hm? Ja. Ich komme jetzt auf Ihren Vater zu sprechen. Und zwar gibt es da wunderbare Anekdoten um ihn herum. Eine lautet so, dass ihn, ich weiß nicht, was ein Mitarbeiter oder Kollege gefragt hat, ob er sein Sakko ausziehen könne. Sind Sie offenkundig in der Bank gegenüber gesessen und Ihr Vater soll gesagt haben, diese Frage hat mir noch niemand gestellt. Nein, das stimmt nicht. Stimmt nicht? War kein Mitarbeiter, sondern ja, war ich. Ich bin mit ihm bei 33 Grad in einem Restaurant gesessen, zum Mittag. Und dann gesagt, Vater, macht es dir was aus, wenn ich mir die Jacke ausziehe? Kann ich dir nicht sagen, es hat noch nie jemand gemacht. darf ich da die Frage stellen, wie Sie selbst mit Förmlichkeiten und Formen halten und halten Sie sie noch für wichtig im Schauen Sie mich an. Also ich lege keinen Wert drauf. Ne? Haben Sie eine Krawatte mit? Ich habe eine mit, ja. Ach gut, na, Gottes Willen, jetzt nicht anziehen. Ich habe eine mit. Wenn Sie es von mir gefordert hätten, hätte ich sie mir angezogen. Und wenn... Also, ich betrachte es bei mir schon mehr als Spleen, als Notwendigkeit. Aber gut. Sie haben ja auch eine Zeit lang, zumindest ein bisschen, in der Politik verbracht. Wir haben vorher gehört vom Bussig-Wahlkampf, von den Finanzen der ÖVP. Sie waren, glaube ich, sogar auf der Nationalratsliste mal irgendwie sogar an 7. Stelle, 94 genannt. Mhm. Hat es Ihnen jemals leid getan, nicht in die Politik gegangen zu sein? Ja, Spaß gemacht hätte es mir schon. Also ich hätte gern so ein, zwei Nationalratssitzungen miterlebt. Das tut mir leid, aber meine damaligen Bosse bei der ersten haben mir das nicht erlaubt, was auch völlig richtig ist. Also man kann nicht im Vorstand einer Bank sein und gleichzeitig im Nationalrat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht gar nicht so ein völlig bescheuerter Politiker geworden wäre, wenn ich es gemacht hätte. Sie haben mir mal gesagt, ich zitiere jetzt, das kennen viele Leute ja, dieses Zitat von Ihnen, Politiker seien blöd, feig und ahnungslos. Na, ist dumm, habe ich gesagt. Dumm, nicht ahnungslos. Dumm, okay. Ja. Ja, ist das so eine personelle Frage oder ist das mehr strukturell zu sehen? Nein, ich glaube, das hat sich sehr verändert. Und das habe ich zu einem Zeitpunkt gesagt, wo ich, ich habe es auch auf ein Thema bezogen, das ist damals nicht gesagt worden. Das war in Bezug auf die Kreditvergabe. Ja. Das war im Jahr 2010. Und ich habe mich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass die Politik gerade in einem Land wie Österreich, das fast ausschließlich von Bankfinanzierung abhängt und wo im Wesentlichen die Wirtschaftsstruktur klein- und mittelbetrieblich ist, dass wir in Österreich uns die Politik sich nicht massiv dafür einsetzt, das war gleich am Beginn der Regulierung, um zu schauen, dass wir die Finanzierungsmöglichkeiten für Startups, für Jungunternehmer zur Verfügung stellen. Und ich war damals bei den damals bekannten Politikern, SPÖ und ÖVP, und habe ihnen gesagt, wenn ihr es nicht sicherstellt, dass ich als Banker in der Lage bin, zu sagen, da kommt eine junge Frau zu mir ins Büro, sagt, tut mir furchtbar leid, ich habe kein Vermögen. Mein Mann hat mich gerade sitzen lassen. Ich habe 2 Kinder. Die einzige Sicherheit, die ich habe, ist das Haus, das mir mein Mann in der Scheidung überlassen musste. Sonst habe ich nichts, das gebe ich nicht her. Aber ich habe eine tolle Idee. Ich möchte dieses Unternehmen gründen. Und ich glaube an Sie, ich glaube an Ihre Idee, ich glaube an Ihre Mitarbeiter. Ich erkundige mich über den Markt und sage, ich möchte einen Kredit geben, aber ich darf es nicht mehr, weil es die Regulatorik verbietet. Ja. Wenn ich das nicht mehr kann und ihr euch nicht dafür einsetzt, dass ich das kann, dann seid ihr feig, dumm und dazu stehe ich. Und sie waren auch in dieser Assoziation genauso, wie ich es damals, möchte ich es nicht mehr wiederholen, formuliert habe. Ich würde das heute nicht mehr sagen.
Nicht, weil ich meine Meinung geändert habe, sondern weil ich glaube, dass von den Personen her, leider nicht als Team, aber von den Personen her haben wir eine der besten Voraussetzungen politisch, die wir je gehabt haben. Mhm. Und es ist eigentlich schade, dass das irgendwie nicht, dass sie, es ist halt so wie ein Fußballverein, der plötzlich lauter gute Spieler hat, aber nicht zusammenspielt. Das Team kommt trotzdem nicht richtig zum Tor. Vielleicht zwei Fragen noch zur EU, zum europäischen Bankwesen. Zum einen zur EZB und der Politik der niedrigen Zinsen. Eine richtige oder falsche Politik? Weder noch. Es ist die Situation so, dass man nicht alle Probleme mit der Zinspolitik lösen kann, sondern nur einen Teil der Probleme. Und das, was mich ärgert, ist, dass man nicht offen darüber spricht. Die Zinspolitik, die die EZB derzeit betreibt, ist wahrscheinlich in vieler Hinsicht die einzige Möglichkeit, um Europa zusammenzuhalten, weil wenn sich insbesondere natürlich die südeuropäischen Staaten nicht so billig refinanzieren, genau, könnten, wäre die Situation dort noch viel dramatischer, als sie es schon ist. Nur das bezahlen die Sparer. Richtig? Das bezahlen die Sparer in Österreich, in Deutschland, in den Niederlanden und in anderen Ländern. Und das soll man offen aussprechen. Es gibt keine Veranlassung, warum bei uns oder in Deutschland die Zinsen bei Null sind und warum wir unseren Sparern nicht ein bisschen einen Ertrag geben sollten, was wir nicht können. Und das ist a very simple fact. Unsere Sparer zahlen, und auch wir zum Teil, weil unsere Ertragsmöglichkeiten sind auch eingeschränkt, bezahlen dafür. Und ich möchte jetzt nicht abwägen, was für die europäischen Interessen wichtiger ist. Für meine Kunden ist es absolut die falsche Lösung. Ja. Glauben Sie dennoch an Europa und den Euro? Ich hoffe viel mehr auf Europa. Und ich glaube, dass Europa viel wichtiger ist als der Euro. Wenn wir unsere Gemeinschaft, europäische Gemeinschaft, auf einem gemeinsamen Geldschein fundiert haben wollen, das liegen wir, glaube ich, ziemlich falsch. Also die Identifikation und Europäer, dass wir mit dem gleichen Zahlungsinstrument arbeiten, das ist absurd. Wenn da nichts, das ist ja nichts Emotionelles. Es ist wahnsinnig bequem und toll und ich finde es super, dass wir den Euro haben. Wenn man was noch verdienen könnte, auf Spareinlagen im Euro wäre noch besser. Aber wir brauchen ganz andere Sachen, um Europa als Gemeinschaft zu erhalten. Und das ist sehr weit weg von der Wirtschaftspolitik. Als ich Sie in Ihrem Büro besucht habe, haben Sie mir und meiner Kollegin einige sehr schöne, interessante Kunstwerke gezeigt. Über die Rolle der Bank in der Kunst und Kunstförderung haben wir ja schon gehört. Sehr wichtig für Österreich, aber auch für die angrenzenden Länder. Können Sie uns ein Werk nennen in Ihrem Büro, das Ihnen besonders nahe steht? Ja. Das ist das Bild, was wir im 12. Stock hängen haben, von Thomas Golovac, ein Künstler aus Ex-Jugoslawien, ein großartiger Mann, der immer zwischen Sozialismus und Kapitalismus sich hin und her bewegt hat. Und der hat sich, glaube ich, 60-jährig und nicht wahnsinnig attraktiv, völlig nackert, auf dem Dach der Synagoge mit Blick auf die Kathedrale von Zagreb fotografieren lassen. Und ich habe über wenige Kunstwerke so viele Beschwerden bekommen, schon wie über dieses. Täglich irgendein unflätiges E-Mail, wann ich diesen Dreck endlich weghänge. Und das, was ich diese Kritiker gerne wissen lassen müssen, für jeden Brief oder für jede Beschwerde lasse ich es einen Monat länger hängen. Sie haben ja auch die Entscheidung getroffen, große Entscheidung, die erste zu verlagern an den
das Viertel um den Hauptbahnhof. Ist eine hervorragende Architektur entstanden. Was ist Ihre Vision sozusagen für dieses Viertel gewesen und sind die Pläne aufgegangen? Gehen Sie auf? Ja, für uns sind sie aufgegangen und wir haben uns große Unterstützung vom Bezirksvorsteher von Favoriten gehabt für alles. Aber von der Gemeinde Wien relativ wenig, wie man an der Umgebung sieht. Also Sie hätten zum Beispiel das Wien-Museum gerne dort gesehen? Ja, wir hätten das Wien-Museum dort gerne gesehen, wir hätten gerne eine Kunsthalle gebaut, wir hätten gerne eine Markthalle gebaut, wir hätten es gerne offen gehabt, wir wollten sogar ein Cable Car vom Südtiroler Platz an uns vorbei zum Arsenal, damit die Leute aus der U-Bahn einsteigen können und dort vorbeifahren können und man den Weg hinauf schließt noch, wäre noch bereit gewesen, das zu finanzieren. Das ist alles nicht gekommen und stattdessen haben wir jetzt Apartmenthäuser und Büros und ein Hotel, über dessen äußere Attraktivität man diskutieren kann. Durchaus diskutieren kann. Ja. Wäre die Chance noch da, zum Beispiel ein Museum dort zu bauen? Oder ist das alles voll schon? Ich glaube, es ist voll. Es ist leider voll. Es ist leider, ja. Ehrlich gestanden, da haben wir eine weil in dem Sender sollte ich nicht zu detailliert darüber reden. Von mir aus können Sie, sollen Sie alles sagen, was Sie gerne sagen würden. Aber vielleicht zum, glaube ich, ganz wichtigen Projekt noch. Das ist die zweite Sparkasse. Und da möchte ich eigentlich fragen, wie kann man sich in einer Gesellschaft, auch in einer Wirtschaft, die auf Wettbewerb und Profit aufgebaut ist, überhaupt sozusagen ein gutes Werk leisten? Was bedeutet die zweite auch für die erste? Also in unserem Fall, da von einem guten Werk zu sprechen, ist nicht richtig, sondern wir sind ja kein normales Unternehmen. Wir sind im Jahr 1819 gegründet worden von einer kleinen Gruppe unter der Leitung eines Pfarrers von österreichischen Aristokraten und ein paar wohlhabenden Bürgern, die ihr Kapital hergegeben haben, um eine Sparkasse zu gründen. Damals, das ist 200 Jahre her, hat ein so wie jetzt, ein Normalsterblicher keine Zinsen kriegen können, aber inzwischen hat es schon Zeiten gegeben, wo es Fall war. Und es hat auch niemand einen Kredit, ich sind wir wieder dort, wo wir damals waren, es hat auch niemand einen Kredit kriegen können. Das war, also für einen Handwerker war es vor 200 Jahren nicht möglich, einen Kredit zu kriegen, weil die Banken haben dieses Kleingeschäft nicht akzeptiert. Dann kam die revolutionären Tendenz und ich glaube nicht aus Güte, sondern aus Schutz vor einer Revolution war eine der Maßnahmen, dass der Kaiser damals das Dekret erlassen hat, dass man eine Sparkasse gründen darf. Und dann kam eben der Pfarrer Weber und Kapital eingezahlt und wir sind gegründet worden, um den Menschen, die keinen Zugang zu Bankdienstleistungen hatten, diese zu ermöglichen. So, das kann man also nicht sagen, dass die erste im Jahr 2000 irgendwas noch diese Funktion erfüllt. Also wir haben gesagt, wir müssen eigentlich zu unseren Wurzeln wieder zurück und haben die zweite gegründet und haben das dann in allen anderen Ländern auch gemacht. Und das können wir uns nur leisten, weil viele unserer Mitarbeiter und auch ehemaligen Mitarbeiter bereit sind, dafür zu arbeiten, ohne was bezahlt zu bekommen. Es heißt ja, Zeit ist Geld, aber Zeit ist auch Freiheit. Wie gehen Sie mit Zeit um? Hat sich der Zeitbezug in all den Jahren geändert? Welche Rolle spielt die Zeit für das Private noch? Also ich glaube, dass man da halt extrem konzentriert mit der Zeit und diszipliniert umgehen muss und eben in Kauf nehmen muss, dass man nicht alles machen kann, sondern dass man nur die Sachen macht, die einem wirklich wichtig sind und die dafür intensiv
macht. Also ich glaube, dass ich, meine Frau sitzt hier, ich weiß nicht, ob sie mir zustimmt, aber dass ich versuche, so gut es geht, also mich um sie wahrscheinlich eh viel zu wenig, aber um die Kinder wenigstens zu kümmern und dass ich es relativ gut mache. Dann schaue ich, dass ich relativ fit bleibe, nicht völlig vertrottel, ab und zu ein Buch lese und Darf ich Sie fragen, wann haben Sie das letzte Mal über irgendetwas herzhaft gelacht? Hat es vielleicht in der Bank etwas gegeben? Oder? Nein, ich kann mich jetzt in der Geschwindigkeit nicht, aber gestern haben wir zu Hause irrsinnig gelacht über irgendwas. Nicht nur gelacht, wir haben auch irrsinnig geschimpft miteinander. Ich habe wahnsinnig gelacht über den Holländer Beitrag zum Trump. Das war, den könnte ich mir 100 Mal anschauen. Alle anderen verblassen dagegen, aber Netherlands Second, das war also großartig. Das bietet eine Empfehlung zum Lachen. Ja. Nach all den Jahren, was reizt Sie noch an Ihrem Job? Es ist unfassbar spannend, weil sich etwas dramatisch geändert hat. Ich muss etwas sehr Ehrliches sagen. Ich bin im Mai 2007, der Aktienkurs ist hinauf und hinauf und hinauf. Und ich habe geglaubt, ich weiß, was im Jahr 2008, 9 und 10 passiert. Und dann bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, du, irgendwo jetzt nach den 10 Jahren, das ist so einfach. Das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich das gesagt habe, weil von da an ist nur mehr Wumms bergab gegangen. Und das, was sich total verändert hat, ist, dass ich nicht einmal mehr vom Ansatz her behaupten würde, ich weiß, was in 2 oder 3 Jahren passiert. Und jeder, der das tut, ist ein Scharlatan, weil wir wissen es ganz einfach nicht. Und das ist unfassbar, unfassbar spannend. Und weil ich drauf gekommen bin, dass neben aller Digitalisierung und Technik und was es da immer gibt, das Allerwichtigste sind Menschen, die wirklich miteinander können und wollen. Das ist toll. Wir sind eigentlich schon am Ende der Sendung. Eine letzte Frage mit einer ganz kurzen Antwort vielleicht. Ihr Vater hat ja ein Buch geschrieben. Ja, Sozialgeschichte sogar des 20. Jahrhunderts, wenn man will, fast ein Jahrhundert. Sie werden 2020 oder vielleicht auch danach irgendwann mal in Pension gehen. Denken Sie daran, ein Buch zu schreiben? Ganz sicher nicht. Andreas Dreichel, herzlichen Dank fürs Gespräch. Und Ihnen danke fürs Zuhören.